schwer zu sagen. Jetzt sind wir einfach alles enttäuscht über dieses Ergebnis, weil ich glaube, dass wir trotzdem ein relativ gutes Spiel gemacht haben hier in Bielefeld. Wir waren für mich deutlich bessere Mannschaft auf dem Platz. Leider, ja, wieder ist der Abseits. Die haben eine Chance, denke ich. Schießen die ein Tor. Wir haben momentan keinen Erfolg damit. So ist es einfach schwer zu erklären. Und müssen wir trotzdem weiter kämpfen und wird sehr erfolgreich wiederkommen. Ja, absolut. Also bis auf die ersten 10 Minuten, wo wir, glaube ich, gut im Spiel sind. Ja, eigentlich sind wir die ganze Zeit im Spiel, aber es kommt halt kein Ertrag dabei raus. Und wahrscheinlich müssen wir uns einfach mal an die Nase fassen, ne? Weil ohne Kampf und Leidenschaft, so wie wir es in Dresden an den Tag gelegt haben, dann wird es nichts. Ne? Und da sind ein paar in der Mannschaft, die müssen jetzt langsam mal ein bisschen wach werden, weil so brauchen sie nicht beim VfL Bochum spielen, so brauchen sie überhaupt nicht in der zweiten Liga spielen. So wie wir jetzt hier stehen, ist natürlich ärgerlich für uns. Wir kommen gut ins Spiel, die ersten 15, 20 Minuten haben wir alles im Griff. Jeder rechnet damit, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, und dann läuft es irgendwie alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nein, aber das ist auch nicht einfach gegen so eine Mannschaft, die richtig tief stehen. Und das müssen wir einfach anders machen. Und klar, war vielleicht nicht attraktiv für die Zuschauer, aber wir haben trotzdem, denke ich, probieren. Und hat leider nicht geklappt. Entschlossenheit hin oder her? Ich meine, im Endeffekt versucht es ja jeder, aber wenn manche nicht bei 100% sind, dann reicht es halt einfach nicht. Und das haben wir heute wieder gesehen. Das ist natürlich, wie du schon sagst, mit der Brechstange haben wir da nochmal 2 Chancen bekommen. Da tut mir leid, dass ich die auch nicht reinmache. Dann haben wir einen Punkt, aber selbst ein Punkt hier in Bielefeld ist heute absolut zu wenig. Wäre zu wenig gewesen.